Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slime Ranger. Yay. Ich habe mir folgendes überlegt, ich werde jetzt nicht mehr nach 15 Minuten die Aufnahmen wieder stoppen und sozusagen die Folge beenden, sondern ich nehme jetzt ein bisschen länger auf, solange wie ich halt Lust habe und werde das dann irgendwie zusammenschneiden, dass es irgendwie cooler ist, weil irgendwie schafft man in den 15 Minuten nicht so viel, als wäre es irgendwie einigermaßen interessant. So. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber was isst du eigentlich nochmal alles? Du bist nur Gemüse, ne? Ja, scheiße. Du bist kein Gemüse. Aber. So. Kann nicht schaden. So, wir werfen mal ein bisschen Felsplort da rein. Haben wir eigentlich irgendeine Art von Lagerungsmöglichkeit? Ne, überhaupt nicht, ne? Okay, ich gehe mal da lang. Falls das geht. Geht nicht. Wie teuer bist du? Alles klar. Viel. Lassen wir das. Die hier wären im Prinzip reif, aber die verderben ja nicht, hoffentlich. Ganz viele pinke Slimes, nehmen wir ein bisschen mit für Kohle. Also die Plots, nicht die Slimes. Versteht sich. Kommst du her. So. Hier ist nur ein Slime, hier ist nur ein Slime, hier ist nur ein Slime. Da ist. Huch! Ich verwechsel immer die beiden. Ich habe zwei Maustasten. Ich wechsle die immer miteinander. Ich bin auch so doof. Bitte lassen wir es unkommentiert. Vielen Dank. Oh, hi. Cool. Wir nehmen aber mal noch den offiziellen Weg, weil ich habe noch längst nicht alles erkundet. Hi, da freut sich aber wieder, mich zu sehen. Ist hier oben etwas? Nein. Okay. Hätte sein können. Ich hoffe, ich bin laut genug und einigermaßen verständlich. Ich weiß, ich habe eine ganz furchtbare Aussprache, aber... Tüten! Ja, da müsst ihr halt durch, ne? Ganz viele Plots, weil hier an dem Busch waren ja diese komischen, da, genau. Die, Podofrüchte. Distro-Podofrüchte. Made by Diatzen. Schon ein bisschen niedlich, ne? Eieiei. Holala. Eieiei, aua. Aua, 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 lass mich in Ruhe. Ich will doch nur den Plot, den ich einsammeln konnte, wenn mein Inventar voll ist. Ich bin auch so ein cleverer Mensch. Dieses gesamte Höhlensystem war durch einen Einbruch von allen abgeschnitten, als ich das erste Mal entdeckt habe. Vielleicht sind die Kerlchen von dort vorne deswegen so sauer, die hatten Ewigkeiten nichts zu beißen. Jedenfalls achte darauf, dass der lang ersehnte Bissen nicht von deinem Körper stand. Bring ein wenig Futter mit, um sie zu beruhigen. Podofrüchte? Eieiei, okay. Die sind böse. Ich habe meine Früchte reingeworfen, keine Ahnung warum. Ich hatte Angst. Um mein Leben. Ganz panische Angst. So. Ich brauche denn unbedingt mal eine Slot-Erweiterung, glaube ich. Ich glaube, das wäre sinnvoll, so als nächsten Schritt. Da geht es auch nochmal runter, aber ich bleibe, wie gesagt, bei den offiziellen Wegen. Weil wir hier noch nie waren, glaube ich. Oh, hi. Da regnet's. Ach, sind die süß? Warte mal. Komm mal her, Mizi. So. Mizi, 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 Mizi. Mizis. Ich hatte einen großen, hohen Baum wie diesen hier am Rand meines Grundstücks zurück auf der Erde. Er stand da länger, als jemand sich zurückerinnern konnte. Er überlebte alle möglichen Veränderungen um sich herum. Und eines Tages habe ich festgestellt, dass er am Sterben ist. Mein Freund, der Baum ist tot. Das war nichts Unnatürliches, seine Zeit war wohl einfach gekommen. Und dann habe ich erkannt, dass, wenn ich nichts machen würde, ich enden würde wie dieser Baum. Ich würde mein ganzes Leben am gleichen Ort verbringen. Das konnte ich nicht geschehen lassen, also habe ich am nächsten Tag ein Ticket zur fernen Fernweite gekauft. Das ist ja richtig melancholisch. Ich habe keinen Huhu mehr, ich habe nur noch einen Tututen. Die Namen sind auch geil. So, was geht denn hier noch so ab in der Liebe? Quadra. Nice.
Köstlich süß und sie rollen nie vom Tisch. Ja, weil sie quadratisch. Dieser Humor, ne? ich gehe mal ganz kurz wieder zurück. Einfach nur, weil ich die Miezis da. Alter, finde, ist ja groß. Von hier komme ich? Nein. Doch. Ah, das ist einer von den Lados, die man irgendwie zum Platzen bringen kann, ne? Ist das. War das so, glaube ich. Schatzkapsel ist verschlossen. Ja, alles klar, okay. Hi. Gordo heißen die ganz großen, genau. Nicht Lado, Gordo. Commissioner Gordon und so. Ja, ist voll. Guten Tag. Schnell zurück. Ich habe neue Fruchtart und neue Slimeart. Alles ist neu, alles ist tipptopp vorbereitet. Supi-dupi. Hörnchen-Style. Von hier kam ich, ja, das sieht mir, naja, bekannt nicht gerade aus, aber auf jeden Fall kam ich, glaube ich, von hier. Ich komme gleich wieder, ich muss noch ein bisschen Plot wegschmeißen und einsammeln und so, aber ich komme gleich wieder. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Da sind die harmlosen Pinkies. Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain. Ja, okay, reicht. So. Dann werde ich mal ganz kurz. Hi. Miezi ist Fleisch. Nur zu. Oh, du bist so niedlich. Ja, Errungenschaft freischalten. Boop. Ah. Putzig. So, wohin wollte ich da? Ich will zur Tauschbörse die 20 Pinkies wegschmeißen. Eintauschen natürlich, nicht wegschmeißen, eintauschen. Oh, wieder bei 7. Toll. Kohle, 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 Kohle. Perfekt. Und dann. Ich habe keine Möglichkeit, Sachen zu lagern hier, ne? Das ist mega assi, glaube ich. Fruchtbarer Boden, Sprinkleranlage, Slime-Scheuche. Ah ja, perfekt. Okay, alles klar. Denn entfernen wir mal den Bewuchs und schmeißen da jetzt. Da wird ein Baum draus. Lol. Mega geil. I love it. Okay, alles klar. Also, du isst nur Fleisch. Aber du isst Gemüse. Gemüse ist doch eine Karotte, ne? Hier. Wump. wir machen hier, glaube ich, mal auch mal so ein Dach drauf. Also nicht so ein, noch kein Dach, sondern hohe Wände. Genau. Perfekt. Einfach nur sicherheitshalber. Achso, Mist geht auch nicht. Warte mal. Bitteschön. Kleine Katze. Ich hab den Fels rein. Fels bringt 21. Jo, Alter. Lass mal ein bisschen mehr Fels. Typis. Herlocken. Ich brauche Feldslimes, ganz viele. Rotto Stark brauche ich jetzt. Was ist eigentlich mit dem geworden? Was ist aus Rotto Stark geworden? Ich habe Rotto Stark. Ich kenne den überhaupt nur, weil ich irgendwann dummerweise angefangen habe, Dschungelcamp zu gucken. Und da war, glaube ich, mal Teilnehmer. Und dann wurde gesagt, Rotto Stark wäre der Halbbruder von diesen Ochsenknecht Brüdern. Ist das so, ne? Ja, genau. Also auch gemeinsam, also auch Kind von der Ollen. Wie heißt sie denn? Natascha Ochsenknecht, glaube ich. So, euch will ich nicht, aber ich will die Blauen. Ich gehe mir alle am Sack vorbei. Ich will am Sack vorbei vor allem. Aua. Ich will die Blauen. Nicht sprinten. Hör auf. Okay. Man muss nochmal tappen. Das ist ja total dämlich. Aber dann habe ich nie wieder was von dem gehört. Wo waren denn die Blauen? Waren die nicht hier? Bin ich. Was bist denn du? Aha, okay. Waren die Blauen in der Höhle? Oh, kommen die nur nachts? Kommen nur nachts, ne? Glaube ich, oder? Ich weiß es nicht.
Gibt's nicht in Wikipedia? Da. Ja, scharf, blablabla. Plotonomie. Plotonomie vor allem. Lieblinge Herzrübe. Okay. Strikte Vegetarier. Herzrüben finden sie am geilsten. Okay, alles klar. Toll. Die Frage ist, wo finde ich die denn? Oh, aua, aua. Mann, oh, der hat den Plot auch wieder in der Arsch. Da ist einer. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. So. Ha, ha. Huhu. Okay, ich hab zwei. Alter, hab ich Schiss vor den Dingern. Also nicht Schiss, aber ich hab. Naja, gut, sterben ist ja, glaube ich. Also in dem Spiel zu sterben, was so irgendwie ich würde schon sagen kindgerecht, oder? Es ist schon ziemlich niedlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein reines Kinderspiel ist, aber es ist schon arg niedlich. Ich finde es irgendwie nicht so geil, um ehrlich zu sein. Dass man, also ich meine, sterben ist vermutlich relativ. Was rede ich eigentlich für ein Mist? Ich wollte darauf hinaus, dass ich nicht glaube, dass man in einem Kinderspiel, also in einem offensichtlichen Kinderspiel so einfach sterben kann. Das wollte ich sagen. Das und nicht mehr. So, hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Essen, kacken, glücklich sein. Danke. Sehr nett, ne? Also wenn du Hunger hast, ne, bedien dich. Die haben. Ah, habe ich nicht gesagt. Wie bringt ein Miets? Miets bringt 23. Geil. Töfte. Und jetzt in die Richtung. Muss ich auch was freischalten? Bestimmt, ne? Drücke E zum Aktivieren. Die Grotte. Eine dunkle, unheimliche Höhle. Okay. Alles klar. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Das gibt mir aber nochmal die Zeit, nochmal ganz kurz fix zurückzulaufen und noch ein bisschen Kohle einzusammeln. Ist ja jetzt egal was, ob jetzt die Pinken oder die Mizis oder die, ne? Die Fels-Slimes? Wok-Slime, oder? Wenn Englisch schon richtig. Wok. Ich will kein Pinken-Slime mitnehmen. Ich will nur seine Hinterlassenschaften. Plot. Gib mir Money, gib mir Money, gib mir Money. Schönes Lied übrigens. Vor allem die Parodie davon von Danergy ist sehr geil. Von Katja K. Viele witzige Themen in einer einzigen. Ei! In einer einzigen Folge. Ne? Irgendwie. Also ich meine, wir haben jetzt schon gesprochen über Rotto Stark, jetzt über Katja K. Also wir, ich habe gesprochen vor allem. Ich bin ja der hier am meisten labert. Ein bisschen befremdlich ist es ja schon, ne? Katja. Alter, stell dir das mal vor, wenn man die schippen würde. Aua, 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 nicht. Aua! Aua! Ich will nur den Slime. Okay, tschüss. Ich hau ab. Das ist mir zu viel süßes Gewobbele. Gewobbele. Oh, die Nachtslimes. Dazu brauche ich aber erst einen Käfig mit so Sichtschutzfolie. Sonnenschutzfolie. Und bin ich nicht hier, dann bin ich auf dem Sonnendeck. Casey schreibt mir eine E-Mail, eine Star-Mail. Besuche das Range House, um sie anzusehen. Jo, mache ich gleich. Hat der Typ kein Telefon? Kann er nur zu Hause E-Mails angucken?
Wie 2010, Alter. Ja, warte mal, 2010 auch schon? Keine Ahnung. So, guten Tag. Karotte, 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 Karotte. Aua. Ey, Klein machen auch schon Schaden? Ich stehen ab. Aua. Ich will ihn nicht einziehen. Ich bin kein Steuereinzieher. Mietz. Und die Tüten sind gewachsen. Okay, alles klar. Solange nicht weiter altern, ist ja alles schick, ne? Alter, alter, alter. So, Kohle, Kohle, Kohle. 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 Nice. Gut, dann gehen wir mal hier ins Häuschen. Und gucken mal auf unsere E-Mails. Hi, Bea. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollahi, hollahi. Hi, Bea. Von Tracy übrigens, ne? Hi, Bea. Zum dritten Mal. Ich habe einen Kaktus. Ich habe einen Kaktus von dir gekauft, so irgendwie. Wieso irgendwie? Was? Okay. Als ich zurück nach Hause gekommen bin, war er eines der wenigen Dinge, die ich von dir noch, die von dir noch in deinem Laden waren. Einsamer kleiner Tier. Also habe ich beschlossen, ihn zu adoptieren. Du weißt, dass ich jede Pflanze umbringe, die ich anfasse, aber ich verspreche dir, der hier wird durchhalten. Ich meine, was ist denn Tasty für ein abgefuckter Typ oder Vibe? Jede Pflanze umbringe, die ich anfasse. Achso, vielleicht kann sie nichts verdienen. Ist das irgendwie so natürlich von ihr? Keine Ahnung. Ich meine, wenn ich nicht mal einen Kaktus am Leben halten kann, stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Und wenn ich ihn ansehe, dann denke ich an dich und der fernen, fernen Weite, wie du dein Ding durchziehst. Ich hoffe, es geht dir gut. Tasty. Oh, ist das niedlich. Dankeschön, Tasty. Du bist so nett zu mir. So. Wir pennen bis zum Morgen. So. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich fand die 15, 16 Minuten doch nicht unterhaltsam. Von daher lasse ich das jetzt doch so, dass es eine Folge ist. Und ich starte gleich eine neue Aufnahme. Dann schön fürs Zusehen. Checkt auch mal die anderen Videos auf dem Kanal aus. Und meinen Twitch-Kanal. Da kommt wieder relativ regelmäßig Stuff. Immer Wochenends auf Twitch zumindest. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!